Sie werden sicher überrascht sein, heute nicht Adi und Edi, sondern Peter und Edi. Und die Wahrheit ist ganz einfach. Peter Stöger ist ein Fußballfachmann und ich habe gesagt, Arme möchte einen dabei haben, der sich beim Kicken wirklich auskennt. Naja, das ist, wie das bei Journalisten so der Fall ist, nur die halbe Wahrheit, denn der Kollege Adi ist natürlich auf Urlaub. Der schwimmt im Mittelmeer und der Peter und ich, wir arbeiten hier auf der Hohen Warte. Am Mittwoch wird es spannend, die Salzburg auf den Sprung, endlich wieder in die Champions League. Ja, es ist eine schwere Aufgabe, aber von den möglichen Gegnern, die zur Auswahl gestanden sind, sicher noch die Aufgabe, die am ehesten zu lösen ist. Maccabi Haifa, keine große Mannschaft, das größte Problem sicher das Retourspiel und zwar die Hitze in Israel. Ja, hundertprozentig, deswegen ganz, ganz wichtig, das Heimspiel endlich einmal zu gewinnen, was sicher realistisch ist. Mein Tipp für Mittwoch, Red Bull Salzburg gewinnt mit 2:0. Da schließe ich mich an. Euroliga-Qualifikation Austria gegen Donetsk. Klingt gut, ist aber nicht ganz so gut. Ist zumindest nicht ganz so schwer, ist nämlich nicht Schachtjahr und deswegen sollte es machbar sein. Metallurg Donetsk, das erste Spiel auswärts. Auswärts zu beginnen ist immer ein kleiner Vorteil. Ja, hat man auch vorige Runde bei der Austria gesehen. Das Heimspiel haben sie dann wirklich wunderbar gespielt, gewonnen. Deswegen glaube ich auch, dass sie diese letzte Hürde auch schaffen werden. Sie kommen in die Gruppenphase. Mein Tipp, auswärts 1:1. Mein Tipp, 0:1. Der österreichische Rekordmeister Rapid in der Euroliga-Qualifikation gegen einen Verein von der Insel, gegen Aston Villa. Eine schwierige Partie im ausverkauften Hanapi-Stadion. Ja, ganz, ganz sicher eine schwierige Partie. Guter Gegner. Schöne Partie für einen jungen Ex-Rapidler, für den Kollegen Weinmann, der nicht im Kader sein wird, aber natürlich erwartet uns Emil Heskey. Ganz, ganz, ganz starker Stürmer. Aber die Meisterschaft hat ganz schlecht begonnen für Aston Villa. 0:2 Heimblamage gegen Wigan. Das heißt, dort rennt es noch nicht rund. Das sehe ich auch als Möglichkeit. Rapidler haben mehr Spiele in den Beinen. Ein bisschen Unsicherheit vielleicht bei Villa zu Beginn. Wäre schön, wenn wir das ausnutzen können. Daher mein Tipp, 2:1 für Rapid. Mein Tipp, positiv 1:0. In der Steiermark wird es spannend. Sturm Graz gegen Metallurg Kharkov. Qualifikation zur Euroliga. Ein Gegner, den bocken die Grazer. Haben auch im Europacup wirklich tolle Leistungen geboten und es ist echt eine große Chance, dass viele Mannschaften weiterkommen. Auch Sturm Graz traue ich das zu. Sturm hat ein bisschen Probleme mit Verletzungen. Hoffentlich werden alle fit. Und wenn alle fit werden, wenn alles halbwegs rennt, wenn das Publikum kommt, wenn die Fans hinter der Mannschaft stehen, dann gewinnt Sturm. Ich sage mein Tipp 2:0. Ja, wie zu Beginn darf ich mich anhängen, ebenfalls 2:0.